Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ich eine weitere Doppelseite in meinem Skizzenbuch fülle. Also macht euch einen Tee oder wenn es bei euch auch so warm ist, ein Kaltgetränk, schnappt euch eure Malsachen und los geht's. Aktuell male ich in diesem Hahnemühle-Skizzenbuch. Es ist ein Watercolor-Book mit 200 Gramm Seiten und Cold Press. Eigentlich ist es nur für Aquarell, aber ich finde, man kann auch super mit anderen Medien daran malen und zeichnen. Ich habe auch einige Seiten bereits mit Fineliner, Tusche und Buntstiften gefüllt und auch das hat super funktioniert. Für mich also ein richtiges Allround-Skizzenbuch. Für diese Doppelseite hatte ich mir vorgenommen, Kamele zu malen. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe einen Film oder irgendeine Doku geschaut. Oder irgendwie sowas, wo Kamele vorkamen. Und ich fand die so niedlich, dass ich dachte, ich muss ihnen eine Seite in meinem Skizzenbuch widmen. Also habe ich mir Vorlagen aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven rausgesucht. So wie immer habe ich hier die kostenlosen und lizenzfreien Bilder von unsplash.com genutzt. Als ich dann eine kleine Auswahl hatte, habe ich mit einem Bleistift die erste Skizze gemacht. Ohne vorher groß zu planen, was wo auf der Seite platziert werden soll. Wie immer habe ich erst ganz grob mit wenig Druck vorgezeichnet und anschließend mit etwas mehr Details und die korrekten Umrisse darüber gezeichnet. Das alles mache ich am liebsten mit so einem Druckbleistift mit einer B-Mine. Es ist einfach super praktisch, dass man nicht spitzen muss, aber immer eine feine Spitze hat. Danach habe ich mir die nächste Vorlage geschnappt und die nächste Skizze nach dem gleichen Prinzip gemacht. Ich habe bei den Vorlagen darauf geachtet, dass ich diese beeindruckenden Tiere sowohl mit dem ganzen Körper darstellen kann, als auch nur den Kopf mit etwas mehr Details. Und genauso bin ich dann auch wieder mit der dritten Vorlage vorgegangen. Als alle Vorzeichnungen fertig waren, hatte ich mich dazu entschieden, erst die Umrisse und Details mit Fineliner nachzuziehen und danach mit Aquarell zu kolorieren. Den Stil mag ich einfach ganz gerne. Es geht schnell und hat durch den schwarzen Fineliner direkt einen spannenden Kontrast. Falls ihr das auch ausprobieren möchtet, achtet unbedingt darauf, dass euer Fineliner wasserfest ist und die Farbe komplett getrocknet ist, bevor ihr mit Aquarell darüber malt. Ansonsten könnt ihr ein ähnliches Ergebnis auch erzielen, wenn ihr vorzeichnet, dann mit Aquarell malt und anschließend mit dem Fineliner drüber. Ich finde es einfach andersrum angenehmer. Falls ihr parallel auch etwas zeichnet oder malt, schreibt doch mal in die Kommentare, für welches Motiv ihr euch entschieden habt. Meistens habe ich neben dem Zeichnen nämlich auch noch etwas laufen, mal Musik, mal ein Podcast oder ein Hörbuch oder auch ein Video. Wobei ich sagen muss, dass ich an Stellen im Bild, an welchen ich mich besonders konzentrieren muss, um mich herum gar nichts mehr mitbekomme und dann beim Hörbuch oder Video wieder zurückspielen muss. Kennt ihr das auch? Beim Sketchen im Skizzenbuch geht es meistens was besser, weil ich da nicht so lange und auch nicht so aufwendig drin arbeite. Bei dem Aquarellpart auf der Doppelseite bin ich ganz ähnlich vorgegangen, wie ich bei Aquarellen eigentlich immer vorgehe. Erst einmal mit ein bisschen der Grundfarbe und viel Wasser. Dann gehe ich direkt mit mehr Farbe und etwas weniger Wasser in die nassen Stellen und vertiefe an einigen Stellen die Farbe und überlasse den Pigmenten ein bisschen die Arbeit. Das ist dann die sogenannte Nass-in-Nass-Technik, mit der man wunderbare Verläufe erzielen kann. Danach warte ich immer, bis alles getrocknet ist, beginne dann Flächen und Details einzumalen. Dabei werde ich von Schicht zu Schicht immer dunkler und detaillierter und verstärke hier und da noch ein bisschen die Farben. Wobei ich gerade hier im Skizzenbuch auf super viele Details verzichte und ganz gerne etwas grober und schneller arbeite als sonst.
bei mir. Am Ende die Seite zu langweilig und zu trist nur in schwarz und braun wirkte, habe ich noch ein helles Blau angemischt, um ein bisschen Kontrast und Farbe reinzubringen. Und so ist auch wieder eine Doppelseite in diesem Skizzenbuch gefüllt. Viele Seiten sind gar nicht mehr übrig in diesem Buch. Wenn ihr also Wünsche oder Ideen habt, was noch hier rein soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin mit der Doppelseite mit den Kamelen ganz zufrieden und es hat Spaß gemacht, mal wieder ein neues Motiv auszuprobieren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen möchtet, dann lasst gerne ein Like da. Also, macht's gut, bleibt kreativ und bis nächstes Mal.